Wir starten zum dritten Teil, Sommerflor. Auch wieder 9 Pflanzen. Und zwar starten wir mit Rudbeckia hirta, Varietät hirta, der einjährige Sonnenhut. Damit wäre schon klar, einjährig. Die Studenform, wo man Rudbeckia fulgida Goldsturm, die wir kennen, ist natürlich die Studenform, mehrjährig und hier mit einjährig. Vielfach wird sie verwendet als Schnittpflanze. Standort, wenn ihr sie dort setzt, als Sommerflor, vollsonnig. Und ich glaube, es ist schon klar, dass der Zierwert Blüten ist. Genau. Wie kann man sie unterscheiden, wenn man jetzt beide zusammen hat? Weil es gibt auch Sorten, die relativ gross werden, bis zu einem Meter. Ihr seht schon relativ gut an diesen beiden Bildern. Das linke Bild hier seht ihr, oder Spross hat so ganz leichte Rillenstruktur drin. Und natürlich eine starke Behaarung, die nicht nur am Spross ist, sondern auch am Blatt selbstverständlich. Und ihr seht das Blatt auch hier auf der Oberseite. Wir haben also eine starke Behaarung bei der Rudbeckia hirta. Oder wenn ihr sie hinschaut, dann seht ihr hier die Kelchblätter, die sehr stark behaart sind. Ganz gut. Vielleicht von Blüten her könnte man auch noch sagen, es gibt natürlich andere Sorten, aber mehrheitlich, wenn ihr jetzt das Blütenblatt anschaut, ist es relativ ein breites Blatt hier. Gegenüber der Studenform, wenn ich das hier reinzeichne, die Studenform hat viel, viel schmälere Blätter. So, also auch da seht ihr einen Unterschied. Auch in der Mitte, das Köpfchen da ist nicht ganz gleich, aber ähnelt sich natürlich sehr stark. Rudbeckia hirta, Varietät hirta, einjährige Sonnenhut, noch einmal starke Behaarung, ist so das typische Zeichen, sobald es der Spross und Blätter stark behaart hat. Oder nachher Blütenblätter sehr breit hat. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass es Rudbeckia hirta, Varietät hirta, die einjährige Form ist. Genau. Natürlich zum Setzen wunderschön, auch von Farbe her, von Blütenform her, wunderschön, gelb. Da gibt es ganz gute Sachen, dass sie flächig aussetzen. Gut, dann gehen wir zum nächsten. So, jetzt ist gut. Das wäre Salvia farinacea, die mehlige Salbei. Zweijährige Pflanze, wird auch viel als Schnittblume gebraucht, auch vollsonnig, und der Zierwert auch hier ist Blüte. Was man gerade am Bild da in der Mitte sehr gut schauen kann, ist das. Ihr seht, sobald dass der Trieb Richtung Blüte geht, wechselt er von junger Grün hier oben nachher in das Blau-Violett. Da seht ihr, da fängt es bereits schon ein bisschen an. Das ist das eine. Also wir haben den Trieb, der so, so ein bisschen abgestreut ist, ich tue es noch ein bisschen auf, ihr seht, hat so wie einen Belag drauf, einen mehligen Belag. Genau das gleiche ist nachher auf dem Blattstiel ganz, ganz fein, auf den Blättern ganz leicht behaart. Aber die blaue Farbe, die zur Blüte hergeht, das ist ganz speziell. Das zweite, was ihr noch heute, das ist wie hier noch Farbe. Die Farbe vom Trieb ist ganz, ganz wichtig, der wechselt. Und das zweite, was man sagen kann beim Trieb, er ist vierkantig. Auch dort könnt ihr es relativ gut erkennen von dem her. Wenn wir bei den Blättern schauen, die Blätter haben ganz so eine wenige Zähne drin. Man sieht das hier, also wenn ich das so aufblase, sieht man hier ganz wenig Zähne. Und das Blatt ist eher dunkelgrün. Und zwar, ich mache das wieder kleiner, glänzend. Ein glänzendes, dunkelgrünes Blatt. So, genau. Also, Blüten, ihr seht selber hier bei diesem Bild. Oben haben wir die grünen Blätter. Gegen oben kommen dann Blüten. Es gibt übrigens weiße, hellblaue bis dunkelblaue Sorten. Aber ganz, ganz typisch ist, dass vom letzten Blattenweg ungefähr gegen oben nachher die Blüten stillen, farbig werden und sich der Blüte in diesem Sinne anpassen. Genau. Was kann man noch sagen? Ich glaube, ich habe alles verwünscht. Voilà. Genau. Das wäre Salvia farinacea, mehlige Salbei. Wir gehen zur nächsten Salbei. Das ist dann nicht die mehlige, sondern das wäre Salvia splendens. Das wäre die sogenannte Feuersalbei. Und ihr seht schon bereits in diesem Bild, hier, wo sie feuerrot ist von der Blüte her. Ganz klar der Name von dort. Genau. Hier haben wir eine Studenform. Studenform vollsonnig setzen. Und natürlich der Zierwert ist auch hier Blüte. Das ist, glaube ich, nicht klar. Wenn wir jetzt geht
zu den Trieben gehen. Auch hier könnt ihr euch das notieren. Auch hier ist der Trieb, Sprossform ist vierkantig. Oder Spross ist so. Und wenn wir nachher die Sprossfarbe anschauen, auch hier wird der Spross rot gegen Blüten zu. Man sieht es hier jetzt nicht ganz so gut. Ich probiere es ein bisschen aufzutun. Mal hier bei dem sieht ihr es relativ gut. Da haben wir rot. Oder auch hier, wo wir Feuer wird dann grün. Also hier haben wir eine Farbe drin, wo der Trieb sich der Blüte anpasst. Genau. Wenn wir zum Blatt gehen, das ist eher ein mattgrünes Blatt. So, gegenüber der Salvia farinacea eher ein mattgrünes Blatt. Wo der Rand ist viel stärker, wenn wir das hier anschauen, ist viel stärker gezähnt. So, Farinacea macht das nicht ganz so stark wie Salvia splendens die Feuersalbei. Genau. Von daher kann man sie sehr gut unterscheiden. Das war Salvia splendens Feuersalbei. Wir wechseln. Santolina, Chamaitu Parissus, Heiligenkraut. Und ihr seht selber, das ist etwas, was man zwar immer wieder, ich muss noch die richtige Ebene anklicken, so, wo man immer wieder als Sommerflor eigentlich braucht, mittlerweile auch mit der Klimaerwärmung natürlich. Dann, als ich noch die Lehre gemacht habe, war das noch nicht so gewesen. Mittlerweile haben wir eine bei uns, eine 3DM, ausgepflanzt, mehrjährig, wirklich auch eine Strauchform. Das heisst, ähnlich wie der Lavendel, die unterinnen verholzend ist, auch Santolina Chamaitu Parissus so, wird auch so holzig unter. Ihr seht es auch ein bisschen hier so in diesem Bereich, habt ihr dann die Holzbereiche, die Äste und nachher oben für das Grüne. Wenn wir hier jetzt die Blätter anschauen, das ist es ganz, ganz speziell. Die Blätter, die bestehen eigentlich fast nur so wie aus Zäpfchen. So kugelartige Zäpfchen. Genau. Und dann ist grau, weiß, filzig, behaart, sehr stark. Wenn ihr es jetzt mehrjährig habt, dann seht ihr selber, dass sich eine gelbe Blüte entwickelt. Wir brauchen es aber meistens, wenn wir es eben einjährig in dem Sinn in Sommerflorrabatten setzen, im Zierwert nachher als Blatt. Und das Blatt kann man sagen, ist eigentlich immer grün in diesem Sinn. Genau. Was kann man noch sagen? Hier, wir haben eine Duftpflanze. Die schmeckt. He? Genau. Und was gibt es auch noch? Ist bedingt winterhart. Das habe ich schon ein bisschen angetönt. Solange dass der Winter hat, wie die letzten, ist es nicht so das Problem. Wenn es also ganz kalt wird über längere Zeit, dann geht sie natürlich auch ein, was sie niederleiden. Genau. Sie wird auch gebraucht im Herbstflor. Das ist vielleicht noch wichtig. Also nicht nur Sommerflor, sondern eben, weil sie quasi winterhart ist oder bedingt winterhart, könnt ihr so im Herbstflor brauchen, Richtung Winter, und sie so ansetzen. Genau. Vielfach auf den Gräber, Rabatten und so weiter wird das näher gemacht. Santolina Chamaitu Parissus, Heiligenkraut. Dann gehen wir zum nächsten. Dann haben wir eine, die ganz ähnlich aussieht wie eine Sonnenblume. Nur ist sie viel, viel, viel kleiner. Also die Blüten, die werden, ich weiss nicht, so 1,5–2 cm, vielleicht nicht einmal mehr gross. Das ist San Vitalia Procumbens Husarenknopf. Und viel hat man, wie das da hier auf dem rechten Bild ist, die Blüten mit einer dunklen Mitte gehabt. Und mittlerweile gibt es Sorten, die eben auch gelb oder grünliche Mitte haben. Das ist beides möglich. Also kann ich nicht auf die dunkle Mitte verlassen, sondern da gibt es beides in dem Sinn. San Vitalia Procumbens, der Husarenknopf, da kann man brauchen Jamplenpflanzen. So hier setzen, wenn ihr ihn reinsetzt, könnt ihr noch eine Hängeform haben. Ja? Hängend. Oder wenn ihr einen Boden setzt, der ist relativ tief, bodendeckend in dem Sinn. Zum Brauchen. Wird nicht sehr hoch, sondern die 20 cm, 20 cm hoch. Genau. Also, eine kleine Blüte, vielblütig, sehr vielblütig in dem Sinn. Und dann die Blätter, man sieht das hier, das ist nicht so ein starkes Bild in dem Sinn, aber die sieht behaarig, wo die Blätter sind ganz, ganz fein behaart. Und von dort her ganz randige Blätter, kann man's, wenn man es gegen spüren, spürt man es relativ gut, dass sie behaart sind. Genau. Was muss ich noch sagen? Habe ich gesagt, genau, sieht aus wie eine Sonnenblume. Das ist gut. Sanitalia Procumbens, sehr, sehr gebig, blüht sehr stark oder immer wieder. Wunderbare Pflanzen, wenn ihr eben so zusammen
setzen in Kistchen, Balkonkistchen, wo sie eben auch als Pflanze nicht drüber abkommt. Wunderschön. Genau. Nächste. Senecio cineraria, Aschenpflanzen oder Kreuzkraut. Ihr seht selber, warum Aschenpflanzen. Wir haben nämlich das Gefühl, da hat jemand weisse Aschen drüber gestreut. Also die ganze Pflanze ist filzig, fein, behaart, wie Aschen, und zwar in diesem Weissgrau, so kann man sagen. Die ganze Pflanze sieht so aus, genau. Hier haben wir einen Halbstrauch. Auch die könnte man überwintern. In dem Sinn ist natürlich bedingt bei uns. Meistens geht sie kaputt, weil sie eben das schon nicht so mal leiden. Aber wird als Halbstrauch eben so sein. Und wenn es eine Mehrjährigkeit gibt, seht ihr auch in der Mitte das Bild, dass sie eben eine gelbe Blüte mich. Wunderschön. Also wenn ihr südlich geht, in südliche Länder, dann werdet ihr die sehen als Pflanzen ausgesetzt, wie wir vielleicht hier eben Lavendel haben. Darum ist bei uns der Zierwert das Blatt. Und nicht die Blüten, weil wir es meistens einjährig verwenden. Und das Blatt wäre natürlich immer grün in dem Sinn. Für mich sieht das Blatt immer ein bisschen aus wie ein Geweih. Also wenn ihr das so anschaut, dann seht ihr da so die Form, die wie so eine Geweihform ist. So. Wir haben das Gefühl, dass er irgendwie auf der einen Seite eben wie ein Hirsch, der ein Geweih vom Kopf hat. Ganz speziell. Das erkennt man dann sofort, wenn ihr die draussen habt oder als Pflanze herauspflanzt. Ich glaube, auch hier der weisse Aspekt oder der Blattaspekt ist das, was man am liebsten hat. Genau. Das habe ich schon gesagt. Genau, wenn ihr sie überwintern wollt, in geschützten Lagen, sonst muss ich es nicht erleiden. Aber ihr könnt es ja mal probieren. Sonnig bis halbschattig setzen, dann habt ihr das kein Problem. Und als Kontrast zu anderen Sommerflorpflanzen natürlich mit dieser Färbung sehr stark. Senecio, Cineraria, Aschenpflanze oder Kreuzkraut. Jetzt kommen wir zur schwarzäugigen Susanne. Thunbergia alata. Das ist eine einjährige Pflanze, hat gerne volle Sonne. Und der Zierwert ist, glaube ich, relativ schnell klar. Das ist eine Blüte. Und schwarzäugige Susanne ist natürlich, weil das Auge vor Blüten dunkel ist, gibt es gelb in Orangetönen, so in dem Sinn. Und was hier ganz wichtig ist, es ist eine sogenannte Schlingpflanze. Da braucht ihr also irgendeinen Draht oder ein Gestell, dass die aufwachsen kann. Man sieht es da hier bei diesem Bild, wo sie nachher so ob sie geht. Von der Höhe her wird sie nicht wahnsinnig hoch vom Wachsen. Sie wird ungefähr so 3 Meter Wachstumshöhe. Das ist so in diesem Bereich. Ihr seht selber hier beim mittleren Bild, Blüten, Treben, Blatt, ist alles ganz fein behaart. Also das würde ich mir notieren. Feine Behaarung. Behaart. So. Und dann möchte ich noch etwas anderes zeigen, weil es ein bisschen speziell ist, wenn ihr hier nämlich den Stiel vom Blatt anschaut, dann seht ihr, dass hier so eine Verbreiterung dran ist am Blatt. Also die Verbreiterung ist auch ein typisches Ding. Wenn ihr mal eine seht, ohne Blüten noch, dann könnt ihr noch auf das achten. Das ist etwas Typisches. Genau. Ich tue das hier noch aufschreiben. Verbreitert. So. Lustig sehen. Genau. So, das wäre Thunbergia alata, schwarzäugige Susanne. Eine beliebte Pflanze, wenn es darum geht, etwas zu bewachsen. Bei unserer IDM sieht ihr sie im Innenhof, dort, wo das gelbe Velo auf einem Sockel steht. Das ist aber bis Ende Sommer überwachsen von dieser Thunbergia alata. Müsst ihr dann schauen. Genau. Voilà. Zweitletzte Pflanze, das wäre Verbena cultivars, unsere Gartenverbene. Hier haben wir eine Studenform. Sonnig bis halbschattig und der Zierwert, glaube ich, ist klar hier, das ist Blüte. Wir sehen es im Bild, oben links ist eine Ampelpflanze. Ich zeige sie wieder. Zeigen. So zeichnen, wenn ihr sie setzt, könnt ihr sie quasi als Hängeform haben. Hängend. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. Aber ihr könnt sie natürlich auch als bodendeckend in dem Sinn brauchen, wo sie so ein bisschen flächig wächst. Vielfach Balkonkästchen, Ampelpflanzen, wunderschön, gibt es in x verschiedenen Farben. In dem Sinn wird auch mit ein bisschen Blättern oder schmaleren Blättern. Was aber ganz gut sichtbar ist, ist das, dass wir eben kreuzgegenständige Blätter haben. So.
also kreuzgegenständig, und sie ist auch ganz, ganz fein behaart. Genau. Was man auch könnte sagen noch hier dazu, ist, das gibt so Blütenkugeln, oder ihr seht selber, die blühen eher von außen gegen innen. Das heisst, hier drinnen hat er noch Blütenknospen, von außen fängt es langsam auf innen blühen, bis nachher alles blüht. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass sie noch so zwei Kugeln, die erst anfangen blühen. Das heisst, auch diese Pflanzen sehr reich blühend. Und wenn ihr sie pflegt, tut ihr einfach die verblühten Kugeln in diesem Sinn abbrechen bis zum nächsten Blatt. Und dann kommen die nächsten wieder, die so entstehen. Genau. Das ist Verbena Cultivars, Gartenverbena, die wir sehr gut einsetzen können mit verschiedenen Farben. Und ich schaue, ob ich alles gesagt habe. Ja, Behaarung habe ich gesagt. Super. Gut. Dann gehen wir noch zur letzten Pflanze. Das ist Zinnia elegans, Prachtzinnia oder Gartenzinnia. Die ist einjährig. Sonnig bis halbschattig, wird vielfach als Schnittblume gebraucht und der Zierwert ist ganz klar Blüten. Was kann man zur Zinnia sagen? Wir haben hier eine spezielle Blütenknospe. Wir können also erst auf die eingehen. Also die Blütenknospe ist sehr speziell. Und an kann man es eigentlich fast am besten kennen. Übrigens seht ihr auch die Blätter hier kreuzgegenständig angeordnet. Zurück zur Blütenknospe. Hier seht ihr die Knospenblätter, die eigentlich einfassen. Und die haben immer alle so einen dunkelbraunen bis schwärzlichen Rand. Das gibt ganz ein spezielles Muster. Und wenn ihr sie näher seht, wenn sie am Aufblühen ist, dann seht man auch noch hier, wie das näher aufgeht, die Knospen und die schwarzen Ränder, die hier ersichtlich sind. Also, Blütenknospen mit schwarzen Rändern. Schieben das her. Wir haben so schwarzer Rand. Genau. Die Blüten, ihr seht selber, da gibt es natürlich verschiedene Farben und Formen. Aber vielfach sind sie so wirklich wie gestaffelt. Also ihr habt wie eine Blüte, ich versuche noch aufzuzeigen hier unten, eine Blüte, die sich so wie übereinander hineinschachtelt mit den Blütenblättern. So, voilà. Ihr seht, das ist so wie ein Aufbau drauf oben. Ganz schöne Blüten im Bereich von Gelbrot. Da gibt es verschiedene Schattierungen. Genau. Was könnte man noch zu den Blättern aus Spross sagen? Ihr seht es selber hier. Genau. Wir haben ganz, ganz, wirklich ganz eine feine Behaarung an den Blättern. Hier unten sieht man es vielleicht ein bisschen auf der Unterseite. Auch wenn man drüber fährt. Also es ist fast nicht ersichtlich auf dem Blatt selber. Aber es ist eine ganz feine Behaarung an Spross. Spross und Blatte. Feine Behaarung. Und zwar Spross und Blatte. Genau. So. Voilà, was kann man noch sagen? Ah ja, genau, vielleicht noch das. He. Wir haben die Pflanze hat nicht gerne Schnecken. Das heisst, Schnecken haben sie sehr gerne, so in dem Sinn. Wenn sie auch so klein ausgesagt oder was auch immer ist, kann es gut sein, dass die Schnecken irgendwie abfressen, dann müsst ihr ein bisschen drauf schauen. Das vielleicht noch von der Pflege her. Super! Das war es, die 9 Pflanzen. Sommerflor. Abschluss hat Zinnia elegans, Prachtzinnia oder Gartenzinnia. Super! Ich wünsche euch viel Spass beim Lehren.